So begann meine Arbeit an einem Projekt, das mich nicht nur als Sänger, sondern auch als Forscher faszinierte. Denn die Vorbereitung führte mich in die Zeit um 1930 zu einem der spannendsten Kapitel der deutschen Musik- und Kulturgeschichte. In dieser Zeit sind unzählige Hits entstanden. Und das Material ist derart vielfältig, dass es für mich wirklich schwierig war, eine Auswahl zu treffen. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte, umso neugieriger wurde ich auf die Geschichte der Stücke. Wir alle kennen die herrlichen Melodien, aber in welchem Kontext sind sie entstanden und wie wirkten sie auf das damalige Publikum? Oh.